Wiederbelebung. Gaststätte auf dem Regenstein wurde saniert und renoviert. Herzlich willkommen im Panorama-Café, heißt es am Eingang der neu eröffneten kleinen Gaststätte. Andreas Werner vom Schäferhof Langenstein kann an diesem Abend zahlreiche Mitstreiter und Unterstützer seines Projektes begrüßen. Trotz Corona hat er hier einen Neuanfang gewagt. Das bedeutet, eine Vision zu haben, eine Idee zu haben und Freude am Arbeiten, und es wird dann einfach umgesetzt und wir hatten Zeit. Wir hatten einfach Zeit. Was wurde alles getan hier? Wir haben in Kooperation mit der Stadt Blankenburg, in einer sehr guten Kooperation muss man dazu sagen, den ganzen Panoramasaal, diesen jetzigen Graf-Konrad-Saal, renoviert, saniert, die Decken neu, alles neu, die Toilettenanlagen wiederhergestellt wurden, es wurden Wappen besorgt, die man hinkönnt, es wurden Waffen besorgt, altertümliche, die man hier hingehängt hat. Ja, also es ist eigentlich recht schön geworden. Leider ist die tägliche Öffnung des Panorama-Cafés personaltechnisch noch nicht abgesichert. Der sogenannte Graf-Konrad-Saal eignet sich aber hervorragend für Feierlichkeiten. Von hier aus haben die Gäste jetzt wieder einen wunderschönen Ausblick auf das Harzvorland. Die Ausstattung der Veranda ist angelehnt an die Historie des Regensteins. Von Jörg Reimann rekonstruierte Wappen aus der Burg- und Festungszeit schmücken ebenso die Wände wie auch das große Ölgemälde vom Raubritterüberfall sowie zahlreiche Bilder aus der Geschichte der Gastronomie. Als die Ruinen der Burg- und Festungsanlage für den Tourismus erschlossen wurden, begann auch die Geschichte der Gastronomie. Bereits Anfang des 19. Jahrhunderts gab es hier einen Ausschank. Als Tanzsaal wurde die alte Felsenkirche auf der Burgruine genutzt, ein neuer Eingang geschaffen und sogar eine Säule herausgeschlagen. Ende des 19. Jahrhunderts wurde vor dem Burgfelsen ein kleines Hotel errichtet, das der Gastwirt nach 1830 mit einem Anbau und Saal erweiterte. Alte Postkarten beweisen, wie beliebt dieser Ausflugsort im Sommer war. Gegenüber dem Hotel befand sich zusätzlich eine kleine Veranda. Die dort angrenzende Küche war in einem Felsenraum untergebracht. In den 30er Jahren des 20. Jahrhunderts musste ein Teil des Felsmassivs einer größeren Veranda weichen. Das Hotel brannte 1944 ab. Der Gastwirt hatte Pläne für einen Wiederaufbau des Hotels, aber es fehlte ihm an finanziellen Mitteln und das Gebäude sollte nicht am alten Standort errichtet werden, da es den Blick auf die Burgruine behindert. Ein Kiosk am Parkplatz übernahm vorübergehend die Versorgung, bis in den 50er Jahren die Veranda durch NRW-Einsätze, Nationales Aufbauwerk, ausgebaut wurde. Weil es hier nur Geflügel gab, erhielt die Gaststätte scherzhaft auch den Namen Bräulerburg. 2016 wurde die Gaststätte geschlossen und nur noch ein Imbiss versorgte die Gäste des Regensteins. Aufgrund der hohen Besucherzahlen im vergangenen Jahr wurde die Idee geboren, hier wieder eine weitere gastronomische Versorgung anzubieten. Die Stadt Blankenburg als Eigentümerin unterstützte das Projekt nach ihren Mitteln und Möglichkeiten. Ja, das muss man sagen. Also wir sind hier mit dem Betreiber wirklich in sehr guten Gesprächen gewesen. Es ist so, dass nachdem der letzte Betreiber hier aufgehört hat aus Altersgründen, der Saal, ich sage das auch so, sich selbst überlassen war. In den letzten Jahren, kurz vorm Ruhestand des vorherigen Betreibers, fanden auch keine Investitionen mehr statt. Und da hat der Zahn der Zeit auch ein Stück weit an den Räumlichkeiten genagt. Und im letzten Jahr, in der Corona-Pandemie, hat sich Andreas Werner hier an uns gewandt, hat gesagt, Mensch, wollen wir hier nicht was machen? Wir haben das gemeinsam ausgearbeitet und sind da wirklich ganz pragmatisch rangegangen, haben gesagt, jawohl, das machen wir, das ist eine gute Idee. Und darum können jetzt die Gäste den Panorama-Ausblick wieder genießen bei Kaffee und Kuchen. Wenn auch die Panorama-Gaststätte vorerst noch nicht täglich geöffnet wird, so ist hier doch ein Schritt gewagt worden, der zukünftig noch mehr Besucher auf das Burg- und Festungsgelände locken wird.